Herzlich willkommen und zurück zu World of Warcraft Battle for Azeroth. So, dann werden wir die Quest hier abgeben, weil wir fertig hatten. Ihr seht aus, als wüsstet ihr eine gute Geschichte zu würdigen. Na, aber. Mit Hilfe dieser drei Schriftrollen kann ich eure Reisen hier erleichtern. Aha. Schwimmtechnik. Ja, gut, die bräucht natürlich als Druide nicht. Ich habe Narben, die älter sind als eure Sprache. Wir Tortolaner lieben die Geschichte von Nalogo, einem jungen Tortolaner, der die ganze Welt bereist hat. Während wir ihnen diese Geschichten erzählen, müssen junge Tortolaner Nalogo durch ein kleines Labyrinth führen und dabei verschiedene Herausforderungen meistern. Zunächst eine einfache Aufgabe. Geleitet Nalogo zum Ziel. Aha. Na gut, gucken wir mal. Mir sind schon mehr Völker in den Rücken gefallen, als ihr überhaupt kennt. Also, kommt nicht auf dumme Gedanken. Hä? Achso. Nein. Oder doch? Gehen wir mal so lang. Und dann hoch. Ja, andersrum sollte er sich drehen. Okay, zack. So, da haben wir die Schildkröte drin. Das war nicht so schwer, oder? Nun, könnt ihr Nalogo zum Schatz führen und dann zum Ziel, ohne dass er seinen zurückgelegten Pfad kreuzt? Hm. Sehr schön. Hey. Ich glaube, sie haben es geschafft. Gut gemacht. Und der Erbs nochmal 50 Artefakt macht. So, dann können wir auch gleich zum nächsten gehen. Muss mal kicken, wo der ist hier. Ach, der ganz hinten, oder? In irgendeiner Höhle. Guck mal. Nicht, dass sie nachher unter Wasser ist, vielleicht. Alles Gute ist, dass wir ja mit den Druiden unterwegs sind. Da edet ja alles. Oh ja, doch. Ist in der Höhle. Ich hab's ja ahnt. Was aber auch nicht so schlimm ist. Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. So, da haben wir alles. Nicht alles im Ozean hat mein umwerfendes Aussehen oder meine guten Manieren. Ja. Okay, dann müssen wir mal kicken, wo das hier ist. Okay, der Haifisch ist auf jeden Fall friedlich, was schon mal ja süd ist. Ja, hier sind wir richtig.
Aber hier gibt's noch eine Quest, hier sehe ich gerade. Was ist denn der? Ist der da unter Wasser oder was? Ach, hier eine kleine Bombe, okay. Na, machen wir die doch gleich mit. Warum eigentlich nicht? Fünf Stück müssen wir sammeln. Oh, hier ist alt voller Krebs, ja. Bah. Und da Wasserräuber. Und hier machen auch nicht gerade wenig Damage. Also kommt schon noch ein bisschen was rein, ne? Aber mal so nicht. Ah, gut, die geht ein bisschen schnell. Das ist schon mal gut. Und die Seetangstange hier. Okay, so. von 50, noch nicht mal die Hälfte davon haben wir, nicht mal, deswegen dafür haben wir aber die Bomben jetzt voll. Macht da böse Aua hier, die Viecher. So. Okay, kriegen wir noch ein bisschen Seetang hier? 38, naja, gut. Aber immerhin besser wie Janisch. Oh, 44 haben wir schon. Okay. Kriegen wir ein bisschen mehr, als wenn wir die Viecher hier töten. Nein! Eine Stange fehlt uns noch. Okay, haben wir auch fertig. Brauchen wir eigentlich nur noch hier den komischen Kauz hier töten? Kommt der wirklich hier raus? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Kommt der wirklich hier raus? Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet.
den brauchen wir hier. Schade, dass ich euch den Wurzelgnomen nicht zeigen kann. Der steht da mitten drin. Der auch eine Menge aushält, sagen wir mal so. Okay, dann sind wir jetzt hier so gesehen fertig. Wie gesagt, wundert mich hier gerade ein bisschen was, aber gut, okay. Also mal gucken, wo hier der Eingang ist. Ah, hier unten ist er, okay. Drei Stück waren's. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Oh, 277er Items gibt's jetzt schon. Kann auf jeden Fall die Schildhand nehmen, oder? Ich denke mal schon. Kommt wieder mit besseren Geschichten. So. Jetzt müsste sie frei sein, wa, oder? Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer entfliegen. Na schön, geht schon. Ich war sowieso früher fertig. War ich auch ein Abenteurer. Und Aidwen und ich werden auf euch am Minenfeld der Venture Company warten. Okay, dann machen wir das mal. Gibt's ja hier auch tausende von Quests hier. Also nicht gerade wenig. Also mehr als genug hier zu tun. So, da sind wir auch schon angekommen. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier irgendwas. Ah, jetzt hier das, okay. Das hat mit den Ketten auf sich gehabt. Jetzt können wir sie lösen. 10 Stück brauchen wir davon. Boah, machen die einen Schaden, das ist auch normal. Also das so durchdacht ist vom Blizzard, ich glaube nicht. Wir hauen dich ja so schnell runter hier. So, da haben wir alles.
Also von den scheiß Viechern hier. Brauchen wir Opus 6 davon, halt gerade sehen. Gucken wir mal, wo die Bombe überhaupt hingehen. Ach, die Schildkröte zieht die mit ran, okay. Na, wollte er gerade nicht. Was ab? Hä? Ist da überhaupt mal einer dran? Ja. Hier will er aber nicht. Komischerweise. Vielleicht ist er Bucky. Die funktioniert. Hier stehen eine ganze Menge Minen zur Auswahl. Diese Minen wurden nicht gebaut, um Schildkröten zu erkennen. Wir können sie gefahrlos aufsammeln. Okay. Wow. Ah, die jetzt wieder nicht. Drei Stück brauchen wir noch. So viele hier wahrscheinlich, die gleichen Bomben haben. Dann werden wir gleich die hier vorne nehmen. Sehr schön. So. Klingt, dass wir hier unbeschadet rauskommen. Achso, das Ding müssen wir auch noch zerstören hier irgendwie. So. Ach, da hinten steht er. Ihr seht aus, als hättet ihr einige Schlachten mitgemacht. Wir sollten Kriegsgeschichten austauschen. Gibt's auf jeden Fall eine schöne Taille. Die werden wir garantiert nehmen. Stiefel nicht. Wir werden die Taille nehmen. Viel Glück. Versucht nicht zu sterben. Pappalapapp. Haltet die Luft an! Oh, wir schwimmen unter Wasser. Mit der Riesenschildkröte. Feuer frei! Unsere brillante Strategie und die tadellose Ausführung haben den Feind verwirrt. So, ruf da. Zack. Hahaha. Tolle Quest, gefällt mir. Ey, ich hab's keinen Urlaub. So. Oh, mein Bild, ganze Schiff hier hoch, ja. Unsere Heldentaten werden in die Annalen der Militärgeschichte eingehen. Ah, ein bisschen was fehlt noch.
Genau deshalb legt man sich nicht mit Schildkröten an. So, jetzt haben wir's. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Wir müssen hier noch unter Wasser kurz. Wo waren das jetzt? Vorne irgendwo? Nee, noch ein Stück weiter, aber. Doch weiter oben? Nee, doch da. Wir müssen noch kurz in die Höhle rein. Da haben wir nämlich auch noch eine Quest. Lupsch. Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. So, das hätten wir auch erledigt. Gibt's auch zwei Fraktionen hier, immer. Was ist denn das hier? Trolltonische Sucher oder so? Boah, toll, toll. Trolltonische Sucher. So, sind wir hier fertig? Glaube. Blablabla. Trotz und Punkt. Die Schriftrolle des großen Meeres haben wir ja noch gar nicht gefunden. Ein glorreicher Kampf. Und wir haben sogar überlebt. Ach, da unten ist er. Okay. Ich mag eine gelegentliche Rauferei. Manchmal auch eine kleine Balgerei oder sogar eine zünftige Keilerei. Was denn für ein Kampf? Ich bin da ja nicht im Kampf, oder? Anscheinend schon. So. Okay. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? All unseren Freunden viel Glück. So, der will jetzt von uns noch eine Schriftrolle haben. Jetzt die Frage, wo soll hier eine Schriftrolle sein? Hier wird doch ja nichts angezeigt von der Schriftrolle. Ist ja komisch. Ich finde, wir sollten unterschiedslos mit allen Völkern Handel treiben. Ach so, okay. Die Pilgerschriftrollen will der haben, okay. Das ist ja natürlich dann wieder was anderes. So, dann können wir ja weiterreiten zum nächsten Ziel. Oh, was ist das für ein Riesenvieh hier? Achso, den Wurm hatten wir ja schon. Halt voller Kanonen hier. Wir reiten natürlich jetzt darüber. Aber wir haben die Karte noch nicht komplett entdeckt. Ah, hier haben wir auch noch eine Menge zu tun, so wie das aussieht. Aber wir reiten ja erstmal zu unserer Questaufgabe hier, wo wir denn auch hin müssen. Oh. Wir haben das Gebiet erkundet, sehe gerade. Aber wir wollen ja erstmal dahin.
So, dann sind wir auch schon angekommen. Sturmsang trotzt jedem Wetter. Oh, 277 Items. Okay. Wir machen das Tal wieder flott. Sonst noch irgendwas hier? Nö, weiter ist hier nichts. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Part Ende. Und sehen uns wieder am nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und sage mal, wenn es wieder heißt World of Warcraft Battle for Azeroth. Bis dahin sage ich mal, ciao!